Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs im April die etwas abgewandelte Version. Ihr schickt eure fertige Karte an eine Senioren- oder Behinderteneinrichtung, verseht sie mit einem lieben Gruß, ein bisschen Text, damit die Bewohner dort ein wenig aufgeheitert und unterhalten werden, denn die sind jetzt also schon seit fast 6 Wochen, glaube ich, oder? 6 Wochen, ja, ohne Besuch in einer Isolation, die man sich, glaube ich, nicht wünscht und die auch keiner haben muss. Aus dem Grunde ändern wir, wie gesagt, im April die Bedingungen für unsere Aktion und heute geht es um den Kartensketch. Ich habe den diesmal von Hand gezeichnet. Bitte seht mir das nach. Ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn in ein Grafikprogramm umzusetzen. Ist ein bisschen krakelig. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem vorstellen, was ich gerne möchte. Ich hätte gerne eine A6-Karte, eine Klappkarte, hoch oder quer, das bleibt euch überlassen. Die hätte ich gerne in irgendeiner Weise diagonal unterteilt. Und darauf kommt dann ein Streifenpapier, Breite, Höhe, Lage, alles eine Idee oder eurer Kreativität überlassen. Und zwei Ornamente, zwei Elemente, ob nun gestempelt, gestanzt, einfach aufgeklebt, wie auch immer. Und auf dem einen oder in der Karte integriert hätte ich dann gerne noch einen Text. Das sieht recht einfach aus. Ich fand es jetzt ansprechend. Ich habe natürlich für euch auch ein Beispiel und ich hoffe, dass ihr mir da ein paar schöne Ideen als Foto zusendet. Die E-Mail-Adresse fürs Foto, die blende ich jetzt ein und die steht auch nachher in der Infobox. Ich habe natürlich auch eine Karte gemacht und das ist eine Karte in Ziegelrot. Das ist die Incala oder eine der 5 Incala 2019 bis 2021. A5 auf A6 gefalzt. Darauf ein Stück Designerpapier aus den Botanical Prints. Das ist dieses Produktmedley, das es im Frühjahr-Sommerkatalog gibt, das jetzt leider auf die Auslaufliste gekommen ist. Da findet ihr also diese ganzen Blütenmotive, Zitruspflanzen und auf der jeweiligen Rückseite dann auch diese Fliesenmotive in Schwarz-Weiß. Und ich habe also so ein Stück Designerpapier diagonal durchgeschnitten, habe es dann entgegen wieder gegeneinander gesetzt, habe hier unten einen Streifen von einem anderen Design aufgesetzt, darauf eine Ausstanzung, das sind ja diese beigelegten Accessoires hier, also wirklich ganz einfach, noch nicht mal selber gestempelt oder koloriert, habe ich aufgesetzt. Hier unten ist ein Stück Band in mehreren Achten gelegt, ebenfalls aufgeklebt. Darauf ein Tag mit dem Text. Da habe ich die Farbe hier ein bisschen wiederholt. Also das Band ist olivgrün, aber gestempelt habe ich in Waldmoos. Dann habe ich hier noch ein kleines Accessoire aufgesetzt. Das ist diese Biene, die ist roségold gehalten und dann dazu noch Strasssteinchen und da habe ich einmal die Champagnerfarbenen auf das schwarz-weiße Designerpapier gesetzt und die normalen klaren Strasssteinchen auf das weiß-schwarze Designerpapier. Und dann ist meine Karte nach meinem Sketch im Prinzip schon fertig. Ich habe mich da wirklich sehr, sehr dicht dran orientiert. Den Papierstreifen, den habe ich etwas verlängert. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Ideen zu meinem sehr einfachen Sketch. Ich freue mich natürlich über sehr, sehr viele Fotos. Und nächste Woche am Mittwoch verlose ich dann
das Stempelset Leave a Little Sparkle. Ich muss jedes Mal überlegen. Das ist nicht mehr im nächsten Jahreskatalog drin. Das verlässt das Programm von Stampin' Up. Also ihr bekommt dann auch noch eine kleine Rarität. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Freitag einen tollen Feiertag, langes Wochenende. Das ist doch trotz allem sehr, sehr schön. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch zur Verlosung. Macht es gut, bis dahin. Tschüss. I am in control. I am. Watch the goal.